Spaß. Es ist ein stürmischer Herbsttag in Pontypandy. Norman besucht gerade seine Mutter Dillis im Supermarkt. Oh Mann, mir ist langweilig. Ich glaube, ich gehe nochmal mit Schnuffi in den Wald. Norman Price, das wirst du nicht tun. Es ist viel zu windig draußen. Es könnte sonst was passieren. Du bleibst bitte zu Hause. Ja, ist gut, Mama. Eine kleine Runde im Wald? Wird schon nicht gefährlich sein. Okay, Mama, ich gehe dann mal nach Hause. Wenige Minuten später ist Norman auf dem Weg nach Hause. Er hat Schnuffi dabei. Boah, ist das ein Wetter! Egal, komm Schnuffi, wir nehmen die Abkürzung durch den Wald. Das geht schneller. Oh je, jetzt fängt's auch noch an zu stürmen. Komm Schnuffi, da hinten ist ein großer Baum. Wir stellen uns da kurz unter. So, hier sollte es etwas trockener sein. Aber was ist das? Oh nein, der Baum! Hilfe, Schnuffi! Der Baum! Er hat mein Bein eingeklemmt. Komm es einfach nicht raus. Schnuffi, du musst irgendwie Hilfe holen. Schnell, hol Feuerwehrmann Sam. Mir wird kalt. Wenige Minuten später trifft Schnuffi bei der Feuerwehrwache ein. Hey Schnuffi, was machst du denn hier? Was? Norman ist im Wald verunglückt? Wir sollten mit Venus und Jupiter ausrücken. Sam, bitte nehmen Sie Critlington mit. Männer und Frauen, sofort zu den Fahrzeugen. Es gab einen Unfall im Wald. Wenige Minuten später treffen Venus und Jupiter am Unfallort ein. Da vorne, ich sehe Norman Price. Er scheint unter einem Baum eingeklemmt zu sein. Hey Norman, keine Sorge, wir holen dich da schon raus. Mein Bein klemmt unter dem Baumstamm fest. Ich bekomme es einfach nicht raus. Keine Sorge, Norman, das kriegen wir schon hin. Sam, Sie nehmen die Rettungsschere. In Ordnung, Feuerwehrhauptmann Steele. Damit sollten wir Norman befreien können. Ah, Sam kommt mit der Rettungsschere. So, Norman, jetzt ganz ruhig verhalten. Ich setze die Rettungsschere an. Ja, ist gut. Ich bin bereit. Irgendwie bewegt sich da nichts. Nein, so wird das nichts. Vielleicht sollten wir es mit der Winde von Venus probieren. So kann es gehen. Elvis, du befestigst das Seil an dem großen Ast da. Ich werde mit Venus versuchen, den Baum zu bewegen. Fertig, Sam. Das Seil ist dran. Ich gebe erstmal langsam Gas. Irgendwie passiert da nichts. Der Baum ist einfach zu schwer. So wird das nichts. Wir brauchen mehr Kraft. Vielleicht sollten wir es mit Jupiter probieren. Gute Idee, Critlington. Jupiter dürfte deutlich mehr Kraft haben als Venus. Am besten probieren wir es mit beiden Fahrzeugen gleichzeitig. So, das zweite Seil ist auch befestigt. Mir wird langsam kalt. Und los, Elvis. Ja, das scheint zu funktionieren. Geschafft. Norman, alles okay bei dir? Ich weiß nicht, mein Bein tut so weh. Wir sollten lieber Helen kontaktieren. Helen, hier ist Sam. Wir brauchen dringend deine Hilfe im Wald. Es gibt einen Verletzten. Hallo Sam, keine Sorge, ich bin sofort da. Hallo Helen, hier sind wir.
Hallo Norman, dein Bein tut weh? Es scheint eventuell gebrochen zu sein. Ja, mein Bein tut so weh. Wir sollten lieber Tom Thomas holen. Mit dem Helikopter geht der Transport ins Krankenhaus einfach viel schneller. Tom, hier ist Sam. Bitte kommen. Tom, hörst du mich? Wir brauchen dich dringend im Wald. Es gibt einen Verletzten. Hi Sam, kein Problem. Ich bin sofort unterwegs. Ich bin in etwa 5 Minuten da. Tom, hierher, hier sind wir. So Norman, Tom wird dich jetzt ins Krankenhaus fliegen. Dort wird man dein Bein untersuchen. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Festhalten, Norman. Wir starten jetzt. Wenige Tage später ist Norman aus dem Krankenhaus entlassen. Gut, dass dein Bein nur eine starke Prellung hatte, Norman. Du solltest in ein paar Tagen wieder fit sein. Es hätte aber auch schlimmer enden können, Norman. Bei einem Sturm ist es viel zu gefährlich in einem Wald. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Auch großen Dank an dich, Tom, für deine schnelle Hilfe. Es sind Sommerferien in Ponte Pandy. Es ist heiß, die Sonne brennt vom Himmel. Norman Price möchte heute eine kleine Klettertour in den Bergen machen. Es soll zur geheimnisvollen schwarzen Quelle gehen. Boah, ist das aber heiß heute. Hoffentlich ist es nicht mehr so weit bis zur Quelle. Da kann ich mich hoffentlich etwas erfrischen. Aber zuerst muss ich hier irgendwie noch runterkommen. Ganz schön hoch. Aber wenn ich hier über die Seite klettere, ja, das sollte gehen. Jetzt hier noch die Spalte hindurch. Oh Mann, ist das eng, aber es geht irgendwie. Ah, nein, ich stecke fest. Ich hab's doch geschafft irgendwie. Geschafft. Norman hat es von dem großen Felsen heruntergeschafft. Mit seinem Fernglas kann er bereits die geheimnisvolle schwarze Quelle sehen. Cool, da hinten kann ich schon die Quelle sehen. Aber jetzt muss ich hier noch runter. Norman klettert immer weiter in Richtung Quelle. Boah, was für eine Hitze. Nur noch um diesen Felsen herum? Ja, da vorne ist die Quelle. Ich kann sie jetzt schon ohne Fernglas sehen. Wenige Minuten später erreicht Norman die schwarze Quelle. Ich hab's geschafft. Da ist die Quelle. Norman erfrischt sich gerade am kühlen Wasser der Gebirgsquelle, als ein heftiges Sommergewitter über den Bergen aufzieht. Oh nein, was ist denn das? Es wird ja ganz dunkel und es fängt an zu regnen. Die ersten Blitze sind am Himmel zu sehen. Was soll ich bloß machen? So ein Gewitter in den Bergen ist nicht ungefährlich, habe ich gehört. Ich muss mich irgendwo unterstellen. Warte, da hinten. Da scheint eine Art Höhle oder sowas zu sein. Ja, da könnte ich Schutz finden. Norman kann unmöglich zu Fuß zurück. Das Gewitter wird immer stärker. Ich muss irgendwie Hilfe holen. So komme ich niemals zurück. Ich rufe am besten die Bergwacht.
Der Notruf geht in der Bergwacht von Ponty Pandy ein. Oh nein, ein Notruf. Scheinbar aus den Bergen. Bergwacht hier? Oh, verstanden. Ich bin sofort unterwegs. Norman scheint in den Bergen eingeschlossen zu sein. Ich würde sofort mit Wallaby starten. Nur noch meinen Helm. Und hoch zum Helideck. Tom Thomas springt sofort in das Cockpit von Wallaby, lässt die Triebwerke des Hubschraubers an und hebt ab. Wenige Minuten später erreicht Tom Thomas die Berge. Das Gewitter ist bereits weitergezogen, dennoch regnet es weiterhin sehr stark. Ah, da unten, ich sehe Norman. Er scheint in einer Höhle Chips gefunden zu haben. Ich werde Wallaby direkt über die Höhle fliegen. Da scheint Tom mit Wallaby zu sein. Hier bin ich, hier. Tom lässt die Rettungsschlaufe an der Binde von Wallaby herunter und fliegt so weit wie möglich an Norman heran. Norman legt sich die Rettungsschlaufe um und Tom kann Norman mit Hilfe der Winde an Bord holen. Norman ist in Sicherheit. Ganz schön heftig, so ein Gewitter in den Bergen, oder Norman? Oh ja, aber gut, dass du so schnell kommen konntest. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Ponty Pandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, um auch in Zukunft keine spannenden Filme mehr zu verpassen.